Also bei Hearthstone mit Kapuze Maru. Ich bin auch dabei. Warum, wenn du jetzt sehen könntest, wie ich meine Muskeln anstrenge, wärst du ganz Wuschig. impressed, wärst du jetzt. Naja, da, das sagt man nicht. Nein, da machen wir jetzt ganz Impressed, ja, ich würde impressed. sagen, Impressed, Wahnsinn. very, very impressed. Anduin Ähm, gegen Uta. ja, in der Du letzten Runde wirst hat der Ehre Maru gegen den fressen. Magier Das verloren. Licht wird den Sieg Ist ja aber auch gewähren. nicht. Ist einfach. Man muss es gar nicht mehr sagen. Man kann eigentlich sagen, weißt eh. Also eigentlich reicht es, wenn du sagst, weißt eh, weil dann ist es eh klar. Okay, weißt eh, ist gleich, du hast gegen Magier verloren. Das ist eigentlich, man muss es nicht mehr sagen, so wie, oh, schau. Oh, wer hat da genossen? Man muss es eigentlich nicht mehr sagen, weil es ist eigentlich klar. So, okay, machen wir eh. Weißt eh, ist gleich, wenn wir gegen Magier verlieren, ja? Ja. Es ist Weißt für eh. mich ist einfach nur der Magier einfach eine Sache, die sie ändern müssen. Sie müssen Ja. einfach nur ein Stückchen von der Die Power von der müssen den Hero Power einfach nicht mehr, wegnehmen. den darf einfach nicht mehr spielen. Das müssen sie machen. Komm, Bomber. Bomber wie Trust, ja. Am wenigsten hat das große Stück gepoppt. Gut Es hätte auch schlimmer ausgehen gespielt. können. Ich bin gespannt. Ehrlich zum Dienst. Bin gespannt, ob wir den zumindest den Paladin besiegen. Das ist ja die 2-2 steht ja gerade. Das ist ja. Da waren wir schon mal besser, Mauro. Da waren wir auf jeden Fall schon mal Bereit besser. zum Ausrücken. Aber man kann sich's ja nicht aussuchen. Also man kann. Richtig. Einmal gegen wen haben wir verloren, einmal Magier und was noch? Magier. Nochmal Magier? Ah ja, natürlich. Man muss. Weiß ja. Wie klar. Ja. Ja, weiß ich. Weil ich weiß. Das Dingo! Na, hat nicht frecher, der Scheiß Magier. Was hab ich dabei gedacht? Dachten Na, sich. Luko, 5 Schaden der Feuerball macht. Troxor. Trog nicht dumm. Hat er gesagt? Ja, das sagen Trox, wenn sie aufs Feld kommen. Ja, sind klar sind die nicht dumm. Das ist so gierig. Das. Jetzt wirst du dafür bezahlen, mein Freund. Das soll eine Ui, das klang ja fast wie. Das klang ja. Das klang aber streng. Ja. Boah, Maru Die Leute kennt müssen nichts mehr. für ihre Gier bezahlen im Spiel. Ja, der Maru dreht jetzt auf. Maru packt jetzt genital aus und batsch, und jetzt zeigt er Ja, so. links ins Gesicht, rechts ins Aus Gesicht. diesem Hoch, Herzen. runter. So genau wollte das eigentlich nicht wissen. Wie findest du Goblin vs. Gnomes? Hat es Find's mehr lustig. Variationen ins Spiel Ja, gebracht es oder macht riesig viel. merkbar? Es macht riesig viel Spaß zuzuschauen. Echt? Ja. Okay. Also ich habe Turniere Es ist und jetzt nicht Decks so, und dass. sowas. Es hat wieder die Chance, dass jetzt jeder kann ein neues Deck machen. Es gibt so viele neue Decks auf der Welt, die dir angucken kannst, wo du Lust drauf kriegen kannst quasi. Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Variationen. Nur Die traurig Tore ist es, sind dass, also bei mir ist manchmal, ich habe dann so ein Deck, was ich so gerne gespielt habe, und das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das macht mich immer sad. Haben wir eine Nova? Irgendwo Nein, haben wir sicherlich, aber. nicht. Ja, Ah, aber. jetzt. Ja. Kann ich das irgendwie drehen, dass wir das was bringen mit dem Panda? Ja, ich möchte nicht zu reintraden, oder? Das ist mir blöd. Wir müssen zwar rein, dann geht es leider nicht. Ich könnte auch keinen überleben lassen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwie den Panda, den jetzt hier zurückhole, den buffe, hier rein. Was kann ich machen? Ich kann jetzt zwar nicht Tinkering angreifen, hier. aber. Haben im Endeffekt mehr von. Das soll eine Waffe sein. Pandas unsere Macht. Ne, ich mach's zum Zuschauen riesig, macht's riesig viel Degen der Spaß. Könige, warte mal, Ja. warte mal, warte mal. Was kommt da für eine Wombo? Okay, das ist ja nicht so. Aber mal, oh, Mind Control hätte. Ah, schade. Ach komm! Der hat immer noch. Ja, hat immer noch zu Doch viel. nervig. Ja, ich würde einfach den Sentry-Typen, Typi. Müssen wir ja. Und den Healer Bot, den brauchen wir jetzt auch, um ein bisschen dagegen anzukämpfen, weil der haut schon ordentlich rein, merke ich gerade.
Oh, naja, was ist deine? Hast du eine Lieblingsklasse in Hearts of Mario? Diese Klasse und du bist ja noch nicht. Ich würde an Was allen gerne mal nicht? rum. Oder was spielst du gerade gerne? Ich sag mal gerne, ich würde an allen gerne mal rumspielen. Was wir hat zu bieten hat. Herausforderung. Die what you did there, ja. Also ich spiele gerade sehr gerne den Krieger. Früher mochte ich den Krieger überhaupt nicht. Da habe ich sogar noch mit dir gespielt. Das war sogar in der Zeit, wo ich mit dir, wo wir Hearthstone jetzt spielen, mochte ich damals überhaupt nicht. Also, aber jetzt bin ich ein Ich habe sehr, sehr gerade, großer weil Fan ich habe von gestern, vorgestern Nacht einen Stream gesehen von einem deutschen großen Streamer. ja. Ist Ah extrem ja. lustig, er versucht nämlich Englisch zu Wie reden. heißt der? Ekop oder Nee, nicht? nee, 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 Life Coach. Der, Kenn ich weißt du, nicht. der hat versucht Englisch zu reden, aber halt hat immer dann Deutsch gezählt und sowas, so wegen so 1 plus 5 plus 7 passt und das. Lol. So immer in sich reingenuschelt und dann mit Englisch weitergeredet, das fand ich so lustig. Ja, aber ist lieb gemeint, oder? Das ist witzig. Na, ich. Ja, in Englisch tut man sich auf jeden Fall sicherlich. Ja, es klang Also halt manche als Sachen Deutscher viel sehr lustig, weil du leichter. halt dann immer Ja, so. natürlich, natürlich. Es zählt sich natürlich auch leichter für ihn auf die Weise. Natürlich, ja. Also, er hat dann Das halt ein Paladin verstehe ich schon. gespielt, was mir riesig gut gefallen hat. Ja? Es ist so ein Su-Deck jetzt, das Ja, Pala-Su-Deck. das Paladin-Deck. Boah, das hasse ich. Das Cancer-Paladin, wie es so genannt Change wurde von here. gewissen Leuten. Wie? Cancer-Paladin. Kennst. Also, okay, ja. Ich hasse das. Da habe ich auch schon ein paar gehabt. Und mit dem Krieger komme ich da ganz gut zurecht mit meinem Wirbelwind. Aber er darf halt nicht in einer Runde das halt so mit dem, dass die gleich 2-2er werden. Das ist echt eine Scheiße. Ich meine, das ist ein cooles Deck, aber ich mag es nicht. Also, es Es zu ist ge einfach dagegen zu nur kämpfen, ein ist nicht Deck. so stark, aber es ist halt, es Es ist ist echt extrem lästig. Es ist ein lästiges stark. Deck. Es hat sehr viele Naja. gute Kombos drin. Aber okay, gerade Ja, irgendwie eine ich bin Antwort. halt eher lästig. Es ist halt, es gibt manchmal Decks, wo du dir denkst so, oh, den Scheiß spielt er. Es gibt also andere Decks, wo ich Und mir gerne denke, sage so im Kopf von wegen, Mann, hätte ich mal die Karten dafür. Zum Beispiel das Rettungsring. Schurken-Mech-Deck fand ich sehr interessant, was ich gesehen habe. Okay. Schurkenmächtig habe ich auch ein paar gesehen, aber noch keine guten. Mit Sensei. Ja, genau der. Aber ich habe noch keine guten Karten gesehen. Also ja, keine guten Decks. Okay. Oder auch Finde einfach, ich. ja, an sich der Mech Mage ist auch extrem beliebt und stark. Habe ich auch gespielt, aber hat, weiß nicht, fand ich auch nicht so geil, obwohl das schon sicher stark ist, aber. Oder ich habe es einfach nur falsch gespielt. Kann auch sein. Nein, den Mann kontrolliere ich nicht. Und wir alle kennen ja die fiese Matenten, die es macht. Der fiese Mind Control Tech. Deswegen lassen wir es lieber so. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht den Kill Damage auf dem Board haben. Besser ist, wenn er mir meinen 6-5er Mind Control Tech, ich aber ziemlich doof dastehe. Ah, bringt sich selbst um. Da geht er down, da geht er down, da geht er down, geht er down. Gut, das war ein gutes Spiel. War ja auch kein Magier. Ja, Ne? natürlich. Was der ist not real. Der Typ Aber wir sollten es allgemein, nicht der verschreien, hat weil keine Weihe. it could be. Ja, weil uns, obwohl, naja, sah ich die ganze Zeit ganz gut aus. Weil den Anfang versaut, der hat mir nicht mal Spock gekonnt. Warte, ich komme gleich, ich muss eine Tür zu machen. Anduin gegen Jaina. Ich hab's Du hast es verschrien. so gewollt. Das Licht wird den Sieg bringen. So, Maru, jetzt hau ich aber, jetzt geht das Ganze zu meinem Energy Drink. Boah. So. Oh, Rockstar Energy Drink. Obwohl ich Monster, ich bin so ein Ja, großer Fan von Monster ich habe jetzt mittlerweile. ausprobiert mal im Energy Drinks, weil ich muss ja zu Silvester spätestens, da musste ich ja welche trinken. Ja. Ah ja, stimmt, du hast ja nie, du trinkst ja nie welche, aber jetzt hast du, gell? Ja, ich habe halt, mein erstes Erlebnis war halt Red Bull und Red Bull schmeckt halt wie Arsch. Ja, Kaugummi. Super. Ja, kann man. Werden die jetzt Na, Red nicht. Bull ist, ich finde nicht so schlecht, Na, aber ich mag es den gibt doch Geschmack nicht. Ich schmeckt bessere. nach Kaugummi meiner Meinung nach. Okay.
Ja, aber Kaugummi ist ja gut. Nee. Nein, ich verstehe es, wenn es wer nicht mag. Verstehe ich, warum nicht? Das Bockbier. Aber und was hast du gegessen? Gegessen? Also was hast du getrunken? Monster und Rocks habe ich mal alle durchprobiert, so ein paar. Ich fand Monster hat mir am besten geschmeckt. Monster ist super, gell? Ich finde Monster. Ich weiß auch, dass ich das früher getrunken habe, probiert. 2010 wird das gewesen sein. Da habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal probiert. Das war noch in meiner Lehrzeit. Da habe ich das probiert und ich fand das so widerlich. Und jetzt mag ich es voll gerne. Also, weil da, ich weiß nicht, da Dann war hast mein du auch damals den falschen vorgesetzt. Monster getrunken, weil die Geschmäcker sind. Ich habe schon ein paar durchprobiert. Ich habe den normalen Monster, dann den roten und dann Welche findest du den am Zero. besten? Der normale, oder? Normale ist der beste. Ja, nee, der rote, das hat mir ein Ich bisschen bin geschmeckt. mit allem Wachs Echt? Okay. Also ich mag den normalen am besten. Dann, der gelbe ist auch gut. Der gelbe ist aber nur eiskalt, finde ich gut. Also, der gelbe, den kann. Also, der gelbe ist super süß. Also, die sind alle super süß, aber der gelbe ist, finde ich, am sü sehr süß, am süßesten quasi. Aber den finde ich auch sehr gut. Ja, aber Dings, was ich halt. Also, Rockstar finde ich schon sehr. Finde ich auch ganz okay. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber mein Favorite ist wohl eher wirklich noch Monster. Was ich nicht gedacht hätte. Weil das hat mir wirklich nicht geschmeckt damals. Okay. Hat er alles schon gemacht? Nee, okay. Okay. Ich habe mir gerade in Steam alle Abzeichen, also was die ich mir fehlen, ich habe nur viele Abzeichen, mir fehlen immer nur so eine, zwei Karten bei Ja, habe ich manchen. auch gemacht gehabt, aber ich habe es halt während des Winter Sales gemacht, weil der Chris hat auch jedes Mal eine Karte dazu. Habe ich dann am letzten Tag des Winter Ach Sales noch alle so. meine Badges voll gemacht und immer Ja, Karten macht nachgekauft Sinn. Ja, dann. stimmt, Also macht für 2 € Sinn. Karten gekauft, habe aber irgendwie 10 Steam-Level gemacht. Macht Sinn, ja. Ich habe jetzt auch Ja, gerade. ich hatte halt das Glück gehabt, ich habe zweimal silberne, goldene Karten gezogen. Die sind halt ungefähr so viel wert wie 10 normale Karten. Oh. Oh. Das wird jetzt wehtun. Meine Nova? Leider nicht. Bin ganz ehrlich, Nur ja, ich bin mir gut. nicht mal sicher. Jetzt kriegt jetzt jeder gerade am meisten Schaden, mit Abstand. Wir? Das hier reduziert Was? das heißt, reduziert den meisten Schaden mit Abstand. Wenn jetzt ein Zwergespräch probiert, wären das 12 Schaden ins Gesicht, die könnte ich nicht aufholen gegen den Magier. Ich habe zwar hier noch 10 HP Heal, aber die brauche ich so oder so gegen den Mage. Was soll ich nur tun? Zum Entern. Du nicht nehmen Kerze. Du nicht nehmen Kaffee magst du gar Kerze. nicht, ja? Nee, Kaffeegeschmack mag ich nicht. Aber Kaffee schon gerne. So, wenn er kein Feuerball hat, ist immer okay. 4 Karten aus 19 bei 3-3. 3-2. Top Deck. Oh, er wird Face gehen. Aber ehrlich gesagt, das finde ich super. Jetzt kann ich nämlich locker flockig den töten. Alles heilen. Muss überlegen, er hat jetzt hier 7, 9. Mit 8 7, Mana 9, könnte er 2 Feuerbälle schießen. Das wären 12. 10 Schaden hat Ich er mit könnte auf seinem 19 kommen. Ich mach ein Feuerball. Geh mal, er hat einen Feuerball. Er hätte jetzt 7, 9 Ich plus frage 7, macht mich, was. 14, lebe ich immer noch. 15, ja, dann brauche ich mich nicht Bisschen heilen. trock? Nee, ich heile den, bis er nicht stirbt. Okay. Hätte gedacht, du spielst den Trog vielleicht. Weil dann, um halt, wenn er irgendwas spellen will oder so, dass halt, dass er nichts machen Problem ist, die kann. Gefahr ist halt immer noch der Flamestrike, ne? Ja, natürlich. Ja, gut, okay, dann ist den außer Range. Das ist ganz gut gewesen, stimmt ja. Wenigstens ein Mini noch stirbt, dann bleibt er ein Flamestrike.
Sieben. Hat Bisschen. aber nennen wir Spell Power. Oh ja, Und Legendary Riesenarena. Hogger. Jetzt muss das Schaf raus, Maru. The sheep have to go. The sheep, Maru, the Was mache ich mit dem sheep. Sheep dann? Ich brauche jetzt eine Holy Nova, ich The bin sheep nimmt rot. doch alle mit. Ja, und wie soll ich das Was? auslösen? Ich warte, brauche ich diese Karte hier. Nova! Nova! Ja, Kann dann nimm man die Nova, irgendwie die aber Nova das Schaf hätte verstärken? halt den Tiger. Ja, und was soll ich mit dem Schaf machen? Ich spiele das Schaf und dann? Ja. Dann bin ich Nein, tot, ich er bin nächste muss ja Runde. dann Ich bin angreifen. nächste Runde Deswegen tot. spiele ich Nova. Ja, aber Nova. das Schaf hat mir nichts gebracht alleine, das Programm geht's Nein, wieder. aber 3, 8, 10, 14, 16. Ja, du hättest dich heilen können. Oh, das macht zu viel Sorgen. Mach zu viel Sorge. So, jetzt kommt er. Na gut. Ja, nein, ich finde, das Schaf ist halt immer nur eine gute Antwort, um Druck zu machen. Das ist Ja, genauso, wie es aber irgendwo das kann ich nicht anders. machen, wenn meine HP schon so weit unten ist, dass ich einfach One Nein, pushen eh kann. nicht, aber generell, dann Ich bin ja kein Magier. Ich kann das hätten Schaf wir ja einfach es. Ja, du auslösen. kriegst den ja wieder. Du kriegst den Nein, Magier. nein, ich meine nur, ich kann das Schaf sogar gar nicht selber auslösen. Das Schaf zu dem Spiel war, hat gar nichts gebracht. Nein, eh nicht in dem Moment, aber es sah halt gut aus, weil die hatten alle kein Leben. Ja, aber Klar, es. jetzt ist gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Schaden hat er gemacht? Ging sich's aus? Sehr wahrscheinlich. Ging. Ja, wahrscheinlich. Du hattest aber noch ein, zwei AP, wenn du dich geheilt hättest. Ja, ist ja gut. Aber trotzdem wäre es halt schön gewesen, weil es hätte alle mitgenommen. Also, wenn du mehr Leben gehabt hättest, wäre es schön gewesen. Ja, in Ordnung. Mara ist immer so böse zu mir. Immer. Ja, du sagst ja immer dann so von wegen, spiel das Schaf, ich das Schaf gespielt, ich verloren. Nein, ich fand das einfach schön. Ich werde nichts mehr sagen. Dann wird es aber ganz schön ruhig hier. Ja? Ich bitte dich weiter was zu sagen. Okay, gut, dann rede ich mal weiter, wenn du unbedingt willst. Ja, das möchte ich sehr gerne. Ja, das weiß ich. Gut. Dann. Jetzt ist das Schaf ein Eigentor. Der gegen Magier ist halt immer kacke, weil der Magier kann ja kontrollieren, wenn sie es auslöst, selbst wenn sie im Thorn steht oder Klar. sowas. Klar. Deswegen hätte ich deswegen halt immer spielen, wenn. Wie gesagt, wie Sylvanas. Das ist halt wie ein Druckmittel, das Schaf. Ne? Also er kann nichts spielen, er muss es aber trotzdem wegmachen. Sonst sterben seine anderen Minions. Also das Schaf ist halt ein Druckmittel, genauso wie Sylvanas. Oder wer auch ein Druckmittel ist, ist der Dr. Boom. Er ist auch so ein Druckmittel. Weil du hast eine fette Kreatur, wo andere zwei auch recht viel Schaden machen, also sie können. Ah. Hat uns die Nova den Hintern gerettet. Aber so richtig. Die Nova war eine feine Karte. Nova kann schon geil sein und das ist halt bei Hearthstone, es ist halt wirklich, es liegt halt oft viel Gewicht auf einer Karte, die alles entscheiden kann. Und viel zu viel Gewicht liegt halt beim Magier. Weißt du? Anduin. Na, ich finde an So. sich, Flamethrower, alles kann Oh, man schon fuck, haben. ich schon wieder Magier! Was ist Na, jeder los? spielt Magier. Ja, also jeder steht mal. Das ist genauso wie jeder trägt coole Beige-Jeans. Ich mag das, ich kriege einmal mein Kontroll weg und ich kriege einmal mein Kontroll wieder. Es ist so die Karte, die du am wenigsten in der Stadt sehen möchtest. Ich glaube, ich keine, die noch weniger sehen möchtest. Mind Control. Ja, 10 Mana kannst du eher erst Runde 10 spielen. Da kannst du die ganze Zeit angucken. Oh, das kriege ich gerne mal kontrolliert. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Den vor allem. Kann ich einfach hier für jeden mal Kontrolle machen? Bring dich selbst um. Ich werde sie ihnen Ja, vielleicht kommt's zeigen. ja. Ich werde sie ihnen alle zeigen. So, Bomberino. Come on. Bombardier. Eins, zwei, drei. Hat er uns zweimal geschadet? Ja. Habe ich das gerade richtig gesehen? Der Typ ist Wir haben. betrunken. Also der Bomber ist eigentlich nicht zu unser Freund, oder? Nein. Der Bomber war nie unser Freund. Ich habe es euch eh schon einmal gesagt, dass der Bomber uns nie Glück gebracht hat. Scheiß Bomber. Da ist Ja. der mit vier. Ich frage mich, dieses Schaf spiele einfach nur, um diese Karte auszulösen, weil ich keinen Zug habe, um es uns aus quasi jetzt Was ist diesen. es, glaubst du?
Ich habe Ist keine es Ahnung, aber so kann Miro? ich Das war's. Möhre abwehren. Okay, ist kein Möhre. Aber ich Ja, habe er nee, ich hab eh muss jetzt einen nichts. Zug dafür Ja, er opfern. muss jetzt pingen. Ich habe eh keinen Zug gehabt für die Runde. Ja. Oh, die Explosion! Aufgepasst! Bomblabber. Er ist der Beste. Weißt du, da kann sich der Kack-Mad-Bomber. Ich kann Scheiße gegen den Bomben werfen. Das ist wahrscheinlich ein Counterspell dann. Och, er hat so viele Karten mit 5 HP, wo ich nichts gegen machen kann eigentlich. Ohne Das Licht viel zu beschützt viel zu verlieren. So, die Rolle kann ich noch mich. raushauen. Also wir haben das Minion Copy schon ausgeschlossen und hab ich jetzt festgehauen? Nein. Prügelzeit. Ah, perfekt. Was ist es? Eisbarriere nur. Eisbarriere. Wer gibt Eisbarriere rein? So, Oder? jetzt hat der Ogre eine 50-50-Chance, ob er sinnvoll ist oder scheiße. Flamestrike Topdeck. Aber doch ein Bäh. Na, siehst du? Aber er kann es auslösen. Ja, klar. Ja. Er weiß halt das und trifft er uns. Yes! Very, very good. Wäre, wäre gut. Ja, die wollte ich jetzt sehen. Zwei. Wir haben auch viel Mind Control, oder? Also, wir Zwei. ständig in der Hand. Ja, wir Wir haben es. ziehen die Ich ständig. hab's jetzt. Die Nova kommt nie und die kommt immer. Die Mind-Controls haben wir schon in den ersten 10 Karten meistens. Ja, und die Nova kommt immer am Ende so. Die, oh, ich bin auch da, hier. Kack, Mind Control. Es wäre ja ganz lustig, wenn er jetzt Kannst du große noch. Minions spielt, aber er hat zu viele Karten in der Hand, die wahrscheinlich alles kleine Minions sind. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als Mind Control 8 Mana gekostet Ja, hat? das war schrecklich. Da hat Das wieder war Priester gespielt in der schrecklich. Das Arena. war urstark. Ich habe auch Priester gespielt. Weil du konntest niemals ein großes Minion spielen gegen den Priester. Du musstest immer baiten. Deswegen ist ja der Zulok entstanden überhaupt. Als War Priester. aber irgendwie lustig. Ja, irgendwie war es lustig. Ich frage mich, ob. Aktiviere den Mentalkontrollor Na gut, dass er den jetzt 130. spielt. Oh, na, wenigstens den richtigen. Das ist eigentlich aber auch egal. Also, Wenn wir ehrlich wir sind. haben jetzt alle Karte, die gut ist. Die ist es nicht. Wir können ja auch stibitzen. Also, wir können ja. Wenn er Ja, ich eine hätte jetzt. Karte spielt, eine fette, können wir Ich stibitzen. hätte mal gerne meinen Vollstrecker gezogen in dem Moment. Schieb Topdeck. Bäh. Sind schon drei Schafe, die so mit gestorben. Drei Schafe. Drei Bäh. Bäh. Sind gestorben. Komm, schon was Großes. Nicht. Maro macht ein gutes Schaf, finde ich. Ja, ich Oh, weiß. richtig gut, Maro. Wie in echt. Ich dachte, jetzt steht alles neben mir. Okay, jetzt wäre das Mind Control als Removal Spell. Noch 2 für 2 leider. Komm, spiel was Großes. Ja. Danke. Ein richtiger Priester hat immer zwei Gedankenkontrollen. Ja. Yes. Fühl den Hass durch die Oh, Fliesen, Mr. in your Bieber. face. Er hat sich's einfach nicht anders verdient, auch.
Feel the hate. Er ist ein Biber, feel the hate. Gönn Karma zurück, weißt du? So. Wenn man nie, Leute, merke ich das, wenn man nie was Gutes tut für andere Leute oder so, wird einfach nichts Gutes widerfahren. Muss immer, wie gesagt, das, was ich vorher gesagt habe, den Platz immer ein bisschen schöner vorfinden, verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Jetzt hat er gefailt. Was hat er gemacht? Ich hab's gar nicht gesehen. Na, er hat den gesignet, nachdem er ihn gefrostboltet hat. Wird siegen. LOL, ehrlich. Ach, ja. That's stupid. That's stupid. Hm. Na scheiße, ich muss es riskieren, dass er keinen Flamestrike hat gerade. Könnte teuer werden, ja. Es kostet ja den ganzen Zug. Nur eine Flammkanone. Ja, okay. No. Was bringt denn das? Wenn mich zu Feuerbolten bringt ihm halt nix. Eben. Aber das Minion ja auch nicht. Naja, Mind Control Tech gezeigt hat, spiele ich mal lieber nicht mehr als drei Minions. Nicht, dass wir auf die Idee kommen, mich dann nochmal zu Mind Control Techen. Vor allem nicht, wenn ich drei so große Minions in der Hand habe. Wieder ein Meh. Schaf Nummer 4, was dieses Match stirbt. Schrecklich, ne? So viele unschuldige Schafe, die einfach versterben. Ich glaube, das ist. Ja, das ist wie eine Schlechterei. Aber es sieht ganz gut aus gerade. Also das Schweigen der Lämmer quasi. Ja. Ne, es sieht gut aus, oder? Ja, er hat halt die Kontrolle verloren, weil ich die Mind Controls habe. Er hat die Mind Controls gespielt, die mir die ganze Zeit in der Hand gesessen sind. Striker Reno? Oh ja. Ja, aber. Flame Strike, of course, but was will er tun? Was will er tun? Was will er tun? Wo soll ich zuschlagen? Das ist schön, wenn du einen Magier so bluten siehst. Also das ist schön. Wir können ihn gleich mit seiner eigenen Karte töten. Ah, schade, hat gehört. Wie gesagt, jetzt hau ich dir einfach damit ins Gesicht. Plonk. Gut gespielt. Komm, ist ein Heiliger Nova noch, um es abzugründen. Ah, das reicht auch. So. Ja, das ist schön. Und dein eigener Wurm. Ja, genau. Friss ihn. Friss ihn, du Schwein. Yes. Er hat sich nicht anders verdient. Also, da braucht man echt kein Mitleid haben, oder mal? Muss man nicht, nein. Ich fand es aber sehr nett von ihm, dass er mir perfekt die Gedankenkontrolle reingespielt hat. Also, du rechnest damit, dass jemand zwei Gedankenkontrollen in der Hand hält. Das schaffe auch nur ich, dass ich zwei meinen Kontrollen in den ersten 10 Karten ziehe. Fand ich schön, Mauro. Schönes Ding, ehrlich. Da kann man schon mal klatschen, würde die Merkel jetzt sagen. Die Merkel, ja. Die Merkel, die wird das jetzt sagen. War schön. Ist mir gerade ein Thema für die nächste Folge eingefallen. Können wir da ein bisschen über sowas quatschen? Dir ist ein Thema eingefallen? Ja. Okay, na dann. Warte, dann springen wir in der nächsten Runde dann, ja. Oder wie? Okay, gleich im Anschluss? Ja. Okay, gut. Dann, Leute, bis dann. Tschüss. Leute, bis dann. Tschüss. Und ein bisschen brav sein. Bisschen brav sein.